Hallo. Na, beißen Sie? Schön wär's. In den letzten 20 Jahren sind die Fische immer weniger geworden. Aber manchmal hat man Glück. Wer weiß, es ist schon seltsam. Sie scheinen die Region gut zu kennen. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich würde gern mehr über die örtliche Legende erfahren. Es heißt, am Grund des Sees lebe eine Art Monster. Das ist keine Legende. Wieso sind Sie da so sicher? Damals, als der See noch wesentlich früher in der Saison zufror, machten die Leute mitten im See Löcher ins Eis und angelten so. Manchmal bauten sie sogar für den Winter Hütten neben den Löchern auf. Die alten Leute sagten immer, man solle die Löcher klein machen. Gerade groß genug, damit die Fische durchpassen, wenn man sie an der Angel hatte. Nicht größer. Eines Tages machte ein Typ, der ein bisschen anders als die anderen war, ein echt großes Loch. Um es leichter zu machen, sagte er, falls er einen richtig großen Fisch fangen würde. Und dann war er derjenige, der durch das Loch gezogen wurde. Rückwärts. In die eisige Tiefe. Der Arm des Monsters griff durch das Loch, packte den armen Kerl und zerrte ihn runter auf den Grund des Sees. Darum... Woher wissen Sie das alles? Weil der arme Kerl mein großer Bruder war. Und ich habe an diesem Tag neben ihm geangelt. Denken Sie mal drüber nach. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alles in Ordnung, mein Herr? Einen Schritt weiter und Sie wären ins Wasser gefallen. Ein Obo. Wie bitte? Ich bin Captain
Obo! Obo! Stolzer Kommandant der ebenso stolzen Kristall. Also kein guter Mann. Na dann, schön Sie kennenzulernen, Kapitän. Ich bin Kate Walker. Ich suche die Werkstatt des Uhrmachers Steiner. Wenn ich ins Wasser falle, Matrose, dann nur, um direkt in die Hölle zu fahren. Also besser nicht ins Wasser fallen. Der Bastard wartet dort auf mich. Von wem sprechen Sie? Das Monster des Sees wartet auf uns alle, junge Frau. Für jedermann kommt einmal die Zeit, um die Arbeit zu vollenden. Auf zurück in die Schlacht. Denn man darf nie in seiner Wachsamkeit nachlassen. Niemals! Nach der Anzahl der Sitze zu urteilen, ist das eine Art Fähre, ein Transportmittel. Hallo? Ist hier jemand? Es ist alles, was mir von Oscar geblieben ist. Ach so. Und doch bin ich mit dieser Art der Präzisionsmechanik sehr vertraut. Eine teuflische Präzision. Unglaublicher, einzigartiger Sachverstand. Das stammt von einem Vorarlberg-Automaten, Frau Walker. Ja, es war Hans Vorarlberg, der diesen Gegenstand entworfen hat. Kannten Sie ihn? Oh ja. Er hat sogar ein paar Jahre hier gelebt. Wir haben viel zusammengearbeitet. Er hat mir so viel beigebracht. Also ist es zwecklos, wenn Sie sich irgendwelche Geschichten ausdenken, Frau Walker. Und ich fürchte, Sie werden so lange hier bleiben, bis Sie mir die Wahrheit gesagt haben, wo dieser Gegenstand herkommt. Wow. Machen Sie sich nicht die Mühe, mich einzusperren, Herr Steiner. Die Wahrheit ist, dass Hans Vorarlberg mir sehr viel bedeutet hat. Ich habe ihn auf einer sehr seltsamen Reise durch Europa begleitet.
Und dieser Gegenstand in Ihrer Hand ist mein einziges Andenken an dieses Abenteuer. Das beweist gar nichts. Himmel, Herrgott! Hans hätte das nie weggegeben. Oh. Herr Steiner? Ist alles in Ordnung? Mein Herz brauche meine Medizin. Schnell. Halten Sie nur still. Ich hole Ihnen sofort Ihre Medizin. Keine Medizin. Mein Herz. Ich brauche meine Medizin. Schnell! Fühlen Sie sich wie zu Hause? Beachten Sie mich gar nicht. Ich bin ja nur der Besitzer. Ein Prototyp für die Voliere der Klinik? Kirks Prothese. Aber es sieht so aus, als wäre sie noch nicht fertig. Eine Frauenhandschrift. Großvater, vergiss nicht, 3 Stunden vor dem Essen deine Medizin zu nehmen.
Tee? Danke für Ihre Hilfe, Frau Walker. Ich fürchte, ich war etwas voreilig mit meiner Einschätzung von Ihnen. Nicht der Rede wert, Herr Steiner. Erzählen Sie mir stattdessen von der Prothese. Ich muss sie Kirk wirklich bald bringen, wenn Sie bereit sind, sie mir zu überlassen. Ja. Ich muss nur noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen. Sie ist mit sehr präziser Mechanik ausgestattet, verstehen Sie? Wird das lang dauern? Tut mir leid, wenn ich dränge, aber ich muss auch den unglücklichen Yukol helfen. Ich muss einen Weg finden, wie sie mit ihrer Straußenherde den See überqueren können. Ich habe wirklich viel zu tun. Wenn das mechanische Bein fertig ist, kann ich in die Klinik gehen und den jungen Kirk zu Ihnen bringen. Dann können Sie sich stattdessen ganz auf die anderen Yukol konzentrieren. Das würden Sie tun, Herr Steiner? Das wäre wirklich eine große Hilfe. So, perfekt. Aber Frau Walker, ist Ihnen eigentlich klar, was die Nomaden auf der anderen Seite des Sees erwartet? Was ist denn das Problem, Herr Steiner? Die nächste Station auf Ihrer langen Reise ist die Stadt Baranur. Seit dem letzten Straußenzug hat sie sich in die Hölle auf Erden verwandelt. Bitte begleiten Sie mich nach unten, Frau Walker. Ich zeige Ihnen, was ich meine.
Sehen Sie bei den Regalen dort drüben nach, Frau Walker. Sie sollten einen Film über Baranur finden. Wenn Sie die Filmrolle gefunden haben, legen Sie sie in den Projektor ein. Automaten sehen genauso aus wie mein Freund Oscar. Also wurde die Statue auf dem Platz zu ihren Ehren aufgestellt? Ja. Prachtstücke, nicht wahr? Das Modell XZ-2000 ist sicherlich eines von Hans' Meisterwerken. Ihr Auftrag war es, Berlin in der Katastrophe nach Malzenburg zurückzubringen, wo die Opfer Dr. Sonjatis-Klinik die bestmögliche Behandlung bekommen sollten. Die Kristall. Also wurde Baranur durch einen Reaktorunfall verwüstet. Aber laut diesem Film haben die Automaten, die sie mit Hans entwickelt hatten, viele Leben gerettet, richtig? Ich fürchte, es kam anders. Wegen Kapitän Obo. Der... Sarah. Frau Walker. Das ist Sarah. Meine Enkelin. Frau Walker, das ist Sarah, meine Enkelin. Schön, Sie kennenzulernen, Sarah. Ich bin Kate Walker. Ich muss eine Kerze für Frau Walker anzünden. Dank ihrer Besonnenheit und Geistesgegenwart bin ich noch am Leben. Sie fand meine Medikamente und gab sie mir, bevor es zu spät war. Donnerwetter! Du meinst, du hattest wieder einen Anfall? Ah, du bist so ungezogen, Großvater. Du musst dich unbedingt von Dr. Sanyatin untersuchen lassen. Nicht jetzt, Kind. Wenn ich dem jungen Jukul seine Prothese bringe, schaue ich beim guten Doktor vorbei. Warum unterstützt du bis dahin nicht Frau Walker? Sie sucht verzweifelt nach einem Weg, wie die Jukul-Karawane den See überqueren kann. Um ehrlich zu sein, habe ich schon eine Lösung. Das Schiff in dem Film, die Kristall. Mir ist gerade klar geworden, dass es das Schiff sein muss, das im Hafen liegt. Ich schätze, wenn es die Automaten von Ihnen und Hans transportieren könnte, sollte es auch die Strauße über den See bringen können. Ach, das ist keine schlechte Idee. Aber leider gibt es da ein kleines Größenproblem, Frau Walker. Ich denke, Sie meinen Kapitän Obos Alkoholproblem? Ich habe ihn vorhin an den Docks getroffen. Der Feigling flüchtet sich in den Alkohol, seit er unsere Automaten in Baranur zurückgelassen hat. Und er würde lieber sterben, als nochmal dorthin fahren. Er erzählt jedem, dass das Monster des Sees auf ihn wartet. Und sobald er wieder auf dem Wasser ist, kehrt das Biest zurück und schnappt ihn. Aber das ist natürlich ein Hirngespinst. Großvater, ich weiß, du bist wirklich wütend auf Kapitän Obo, weil er die Automaten, die du mit Hans gebaut hast, in Baranur zurückließ. Er hätte auf sie warten sollen.
Sie sollten die Überlebenden, die sie in den Trümmern fanden, aufs Schiff bringen, um mit ihnen hierher nach Walsenbord zurückzukommen. Aber als er das Ufer von Baranu erreichte und die Katastrophe und all die Toten sah, bekam er große Angst. Die Krankheit, die Strahlung. Er muss eine Panikattacke gehabt haben. Also wendete er sofort, kippte die Maschinen in den See und kam mit leeren Händen nach Walsenbord zurück. Und die Automaten befinden sich seither dort, in der Hölle. Aber wer weiß, vielleicht will er ja seine Ehre wiederherstellen. Ich bin sicher, Kate wird ihn überzeugen können, den Yukol zu helfen. Ich muss jetzt zu meiner Schicht im Gasthaus. Kommen Sie doch später mal bei mir vorbei, okay? Kapitän Obo wird auch dort sein. Gut, dann versuche ich, Kapitän Obo zu überzeugen. Danke für alles, Herr Steiner. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen Glück wünschen sollte, Frau Walker. Baranu ist jetzt nur noch ein offenes Grab. Kapitän Obo? Was wollen Sie? Darf ich mich einen Moment setzen? Nur zu. Hallo. Ich dachte, ich bin einfach so frech und... Wissen Sie, Sie erinnern mich an jemanden. Die Frau des Steuermann Marz, der nach dem Krieg auf der Kristall diente. Wussten Sie, dass er die Cousine der Frau des Maschinisten geheiratet hatte? Okay. Das ist alles sehr interessant, aber ich wollte fragen, ob... Eine tolle Geschichte. Denn wissen Sie... So ist das. Also antwortet der Typ, ich weiß von nichts, Kapitän. Er hat sich im Besenschrank versteckt. Zum Schreien, komisch. Irina, die Frau des Steuermann Marz. Ihr Name war Irina Malevna. Verrückt, wie ähnlich sie ihr sehen. Es ist schon spät. Ich muss gehen. Sie können mir Ihre Geschichte ein andermal fertig erzählen, Kapitän Obo.
Ist alles in Ordnung, Kate? Nein, nicht wirklich. Ich möchte Kapitän Obo fragen, ob die Yukol-Karawane sich sein Schiff ausleihen kann, um nach Baranur zu kommen. Aber ich kriege nichts aus ihm raus. Er ist total besoffen. Tut mir leid, aber ich glaube wirklich, Sie verschwenden Ihre Zeit. Er betrinkt sich wieder, um seine Verbrechen zu vergessen, wie immer. Um zu vergessen, dass er nicht so tapfer war, wie ein Schiffskapitän sein sollte. Stellen Sie sich nur vor, in Baranur hat er einfach so seine Passagiere im Stich gelassen. Und er wird nie wieder einen Fuß in diese verfluchte Stadt setzen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, Vlad. Selbst wenn er viel trinkt, ist der Kapitän ein guter Kerl. Wenn Sie die richtigen Worte finden, überzeugen Sie ihn bestimmt. Wenn ich je das Glück habe, ihn bei Verstand anzutreffen. Ich wünschte mir, er würde mir nur einmal zuhören. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich bringe ihm einen meiner kleinen Kraftdrinks. Danach schläft er wahrscheinlich 3 Tage lang, aber wenigstens ist er dann bei klarem Verstand. Dafür wäre ich Ihnen wirklich dankbar. Vielen Dank Ihnen beiden. Nicht der Rede wert. Es ist eine Schande, wie die Yukol hier behandelt werden. Wenn wir also helfen können... Weiß jemand, was aus den Opfern und den Automaten wurde, die der Kapitän zurückließ? Nein, alle hassen den Kapitän dafür. Aber niemand wollte freiwillig die Kristall von ihm übernehmen und die Überlebenden einsammeln. Wenn es in Baranur Überlebende gab, sind sie jetzt zweifellos tot. Ganz sicher. Großvater sagt, dass die Automaten ohne Wartung sehr schnell kaputt gegangen sein müssen. Hat Kapitän Obo die Kristall aus dem Hafen bewegt, seit er Baranur verlassen hat? Dazu war er immer viel zu betrunken. Außerdem ist der Hafen seit der Tragödie von Baranur vor 20 Jahren geschlossen. Glauben Sie, die Kristall ist nach all dieser Zeit noch seetüchtig? Ich bin sicher, dass ein paar Reparaturen nötig sein werden, aber Obo hat nie aufgehört, sie in Form zu halten. Er liebt sein Schiff, trotz allem. Wissen Sie, warum Kapitän Obo aus Baranur geflohen ist? Was er dort gesehen hat, muss ihn schwer traumatisiert haben. Katastrophe, die Opfer und dann die Strahlung. Er hat die Automaten am Strand abgeladen, aber er hat nicht abgewartet, bis sie die Überlebenden zurück zum Schiff brachten. Er ist einfach auf einmal durchgedreht. Volle Kraft zurück und auf Wiedersehen. Können Sie sich das vorstellen? Danach hat er die Geschichte mit dem Seemonster erfunden, das sein Schiff angriff. Ja, die Legende vom Monster im See. Sehr praktisch, was? Gehen Sie mit dem Kapitän sprechen. Sarah bringt Ihnen den Kraftdrink, sobald er fertig ist. Kapitän, das geht aufs Haus. Mein Gott, das schmeckt ja wie Spülwasser. Mach die Schotten undicht und öffne die Bullaugen. Hallo, junge Frau. Mein Name ist Kate Walker, Kapitän. Wir haben uns schon unterhalten. Und was verschafft mir die Ehre Ihrer Gegenwart am Tisch des berüchtigten Kapitän Obo? Ich möchte ein ernstes Wort mit Ihnen reden, Kapitän. Bitte hören Sie mir zu. Oh, wenn Sie auf mir herumhacken wollen, dann verschwinden Sie besser, junge Frau. Gehen Sie jemand anderen anschreien. Ich wünschte, Sie würden mir zuhören. Sie sind die einzige Lösung für mein Problem. Dann erzählen Sie mal, junge Frau. Die Yukol und ihre Strauße sitzen hier in Weisenburg fest. Das verursacht ernsthafte Nachbarschaftsprobleme mit der Stadtbevölkerung. Außerdem müssen die Nomaden ihre Reise fortsetzen. Nur Sie, Kapitän Obo, können die Situation entschärfen, indem Sie sie an Bord der Kristall nehmen. Sie irren sich, Frau Walker. Jeder kann Ihnen sagen, dass ich völlig unfähig bin, irgendjemandem zu helfen. Gut, nur zu. Ignorieren Sie Obo, das feige Wunder. Die Leute sind schnell mit einem Urteil bei der Hand. Aber anders als Sie waren die nicht in Baranur. Sie sollten Ihnen keine Vorträge über Tapferkeit halten.
Möglicherweise. Also, wo wollen Sie hin? Nach Baranur. Ich bin ein gebrochener Mann wegen dem, was ich dort sah. Ein trauriges Wrack von einem Mann. Und Sie verlangen von mir, wieder dorthin zu gehen? Zurück in die Hölle? Die roten Augen des Seemonsters gesehen. Ein Ungeheuer, das so groß und so lang wie mein Schiff ist. Fragen Sie Ihre Yukol-Freunde, was sie davon wissen. Sie nennen es Kilak, den bösen Geist des Sees. Den Teufel, der das Tor zur Hölle bewacht. Nun, das wäre für Sie doch wie eine zweite Chance. Was sagen Sie? Nein, niemals. Wollen Sie so weitermachen? Sich in Verzweiflung und Alkohol suhlen? Ich... Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Sie wissen nicht, was ich dort gesehen habe. Nein, das stimmt. Aber die Yukol und ich haben keine Wahl. Wir müssen nach Baranur. Und statt, dass Sie uns eine Chance geben, lassen Sie uns mit der Gefahr allein. Na gut, Sie können Ihren Haufen kleiner Wilder holen und an Bord der Kristall kommen. Ich nehme Sie mit. Oh, danke, Kapitän. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen und danke im Namen dieser unglücklichen Yukol. Oh, aber Vorsicht. Leichtmatrosin, noch sind wir nicht fertig. Ich habe zwei Bedingungen. Und die sind nicht verhandelbar. Erstens, wir gehen bei Nahodotsk vor Anker. Das ist eine kleine Stadt knapp südlich vor Baranur. So vermeiden wir die verseuchten Zonen. Und außerdem fahren wir am Tag. Ich will nicht im Magen des Seemonsters enden. Und am Tag schläft es. Das Ungeheuer ist ein Nachtgeschöpf. Bedingungen akzeptiert, Kapitän. Wenn das so ist, alle Mann an Bord, Matrosin. Denn es gibt viel zu tun, bevor wir den Anker lichten. Los, Kate. Gehen Sie mit dem Kapitän, bevor er seine Meinung ändert. Ich sage Großvater, dass er mit Kirk auf der Kristall zu Ihnen stoßen soll. Danke, Sarah. Und, Kapitän? Wie laufen die Vorbereitungen? Es gibt noch viel zu tun, bevor wir den Anker lichten, Fräulein Kate. Kann ich irgendwie helfen? Also, die Kohle muss aufgefüllt werden.
Ich kümmere mich darum, dass die Wassertanks befüllt werden. Hier. Das ist der Code für den Hangar, wo die Kohle ist. Sie brauchen ihn auch für den Kran, um die Kohle zu laden. Vergessen Sie nicht, zuerst die Ladeluken zu öffnen. Wie öffne ich die Ladeluke der Kristall? Drehen Sie einfach das Rad auf der Brücke, Matrose. Was muss ich im Hangar tun? Dort finden Sie die Kohle für die Kristall. Ein Behälter voll reicht. Und vergessen Sie nicht den Code, den Sie von mir bekommen haben. Wozu brauche ich den Kran? Um die Kohle aus dem Hangar auf das Schiff zu laden. Benutzen Sie den Code, den ich Ihnen gegeben habe, um ins Führerhaus zu gelangen. Das mache ich, Kapitän. Wir müssen so bald wie möglich Segel setzen. Also beeilen Sie sich!
Versuchen wir etwas anderes. Thank you.
Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier auskippe. Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier auskippe. Es bringt nichts, die Kohle zu verschwenden, wenn ich sie hier auskippe.
Offenbar haben Sie das mit der Kohle gut gemacht, Kate. Gut, alles ist bereit, um den Wassertank zu füllen. Jetzt müssen wir nur noch den Wasserturm mit der Kristall verbinden und da hinaufklettern, um den Mechanismus manuell auszulösen, damit das Wasser fließt. Lassen Sie mich raten, das ist meine Aufgabe. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie zurück zu mir an Bord. Es gibt noch viel zu tun, bevor wir ablegen können.